Ja, Leute, wir sind wieder online. Ich habe schon einiges gemacht, aber wir haben jetzt tatsächlich wieder einen Angriff. Da hinten kommen irgendwelche, die wir jetzt bekämpfen müssen. Okay. Keine Ahnung. Wo ist noch einer? Ist noch einer da? Ne, ich glaube, wir sind durch. Ja, Logo müsst ihr jetzt erschauen, ne? Leider auf dem kleinen Bildschirm, aber. Die kamen einfach zu schnell, ne? Die waren ja gleich schon vor der Tür. Hier ist noch einer am Liegen, der war der größte, glaube, ne? Aber irgendwie zum Aufsammeln gibt es nicht ganz viele, kann das sein? Leder habe ich auf jeden Fall gekriegt. Das ist wichtig, weil ich glaube, wir müssen schauen, dass wir da unten an die Werkbank mal gehen. Okay, unser Getreidefeld wird gerade gemacht. Das ist gut. Oh, hier ist eine Feder, die ich jetzt auch im anderen Lager schon gemacht hatte. Naja, dann haben wir eine in Ersatz. Was wollte ich jetzt hier? Gute Frage, ne? Was wollte ich an der Werkbank? Ich wollte auf jeden Fall. Oh, das steht alles im Wasser. Okay. Guck, wir haben das erste Mehl. Können wir noch mehr Mehl machen? Bestimmt, ne? Ja. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das hier auf den Stein im Wasser ist. Aber es hat wohl keine Auswirkung, so wie ich das sehe. Okay, hier wurden wohl Steine abgebaut. Die nehmen wir gerade mit und die sind ziemlich schwer. Aber was wir machen müssen, wir wollen jetzt noch eine Mühle bauen. Getreide ist hier, das würde bedeuten, wir können mal schauen, ob wir hier die Mühle hinbauen können. Ne, die Mühle war ja da unten schon, ne? Ja, die ist da unten ja schon, Quatsch. Und die wird auch gerade schon wieder befeuert, sozusagen, mit Wasser. Das ist erstmal gut. Wenn wir eine Mühle haben, Bewässerung findet hier statt. Hier ist Essen fertig drinne. Und wie ist es hier? Da ist gar kein Essen drinne. Können wir da, oh, da können wir jetzt Toastbrot machen. Mehl und rote Beeren. Da können wir Toastbrot machen oder Marmeladenbrötchen nennt sich das. Sieht aus wie ein Toastbrot, ne? Aber das ist cool, das gibt bestimmt gute Energie. Müssen wir gleich mal gucken. Und wird auch schon gleich gemacht. Hier ist nichts drin. Können wir bestimmt auch ganz viele Beeren reinschmeißen. Okay, 13 Stück nur. Ich hätte gedacht, das wären mehr. Komm, lass uns das Toastbrot mal machen. Ich will wissen, wie gut das ist. Ob das schon besser ist wie Spiegeleier. Die haben wir ja schon als Nahrung, ne? So, jetzt schauen wir doch mal. Wir sind schon wieder voll, ne? Dann lass uns gerade da hinten hingehen. Was macht er denn hier? Weiß nicht, was er tun soll. Du sollst Eisen abbauen am besten. So, das ist Nährwert 51, Guy 6. Und jetzt müssen wir mal gucken, was machen unsere Eier. Nährwert 23, Guy 1. Das heißt, das Toastbrot ist bei weitem besser. Also, wir können hier gerade was ablegen. Leder, okay, Leder, da müssen wir gleich mal gucken, dass wir unsere Rüstung noch heile machen. Und hier haben wir gar keine Reparaturbank, glaube ich. Die sollten wir vielleicht auch noch einführen. Das haben wir alles. Da können wir das austauschen, weil die können da mit rein. Ich glaube, das Horn können wir im anderen Lager gebrauchen. Dafür können wir das mal hier lassen, weil das haben wir jetzt doppelt. Obwohl Gei brauchen wir nicht, sondern Gei brauchen eigentlich die Viecher mehr, ne? Für die wäre das besser, glaube. Damit die nicht so gestresst sind. Ja, Stoffkleidung Bauplan 1 und arktische Tracht Bauplan 1. Sehr schön, ne? Das Geld kann auch irgendwo noch in der Kiste. Warten wir nicht hier zwei Kisten? Da ist eine kaputt. Ne, dahinter ist er. Ich dachte, ist eine kaputt, aber ist er gar nicht. So, hier können wir mal das noch reinschmeißen. Das habe ich irgendwo
aus dem anderen Lager. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt passend war. Ja, die Steine sind jetzt hier auf dieser Seite falsch, aber die Tracht, ich glaube, die habe ich sowieso schon. Kann ich erstmal hier lassen. Ich weiß auch nicht, was man damit machen sollte. Oder wie man sie. Da steht nur verschieben. Ich weiß nicht, wie man sie einsetzen kann. Ja, kann man nicht irgendwie. Ich habe jetzt mal Shift gedrückt, aber das ist es auch nicht. Das Einhorn nehmen wir mit ins andere Lager. Dann ist das schon mal geklärt. So, Toastbrot ist jetzt hier bestimmt fertig. Genau so ist es. Allerdings macht es eigentlich nur Sinn. Na, wie viel Mehl haben wir denn jetzt hier schon gemacht? 7. Kann man jetzt hier ganz viele anstoßen? Bestimmt, ne? So, das. Ja, dann müssen wir das gerade fertig machen, damit wir neue reinmachen können. Ne? Er hat das nicht zu Ende gemacht. Es hat sich dann überlegt, woanders hinzugehen. Aber rote Beeren haben wir nicht. Ach so, die dürfen nicht gebraten sein, wahrscheinlich. Das ist schlecht. Aber man könnte jetzt auch ein Brot selber machen. Und wie sieht das da mit der. Da können wir 7 Stück von machen. Ich sehe jetzt nicht. Ich glaube, wir haben selber keins mehr, oder? Doch, hätten wir. 27,4, geil, das ist ja schon mal etwas. Aber wir sollten uns da auf Toastbrot in Zukunft spezialisieren, sag ich mal. Und die kriegen die hier einfach aus dem Grunde, weil die ja definitiv hier, sag schon, besser mit umgehen können. Mit dem Guy, glaube ich. Brauchen die, nicht wir. Wollen wir mal abbrechen. Wir haben ja jetzt fürs Toastbrot da genug Sachen dabei. Dann können die erstmal Toastbrot machen, ne? Gut, dann geht das da voran. Wir wollten jetzt noch was machen. Bauen eine Werkbank, ne? So, primitive Werkbank haben wir. Das haben wir ja alles hier. Wir bräuchten eine Dingenswerkbank, sag schon. Hat man die nicht freigeschaltet? T. Keine Punkte, aber haben wir nicht hier die Werkbank freigeschaltet oder vertue ich mich da? Das ist unsere normale Armbrust, die wir jetzt, glaube ich, auch haben. Zuchtfarm, Zement, große Werkzeugkiste, Kochtopf, Eisentruhe, Holzschutzwand. Die brauchen wir hier definitiv mal auf Dauer. Aussichtskanzel, Mühle, Weizenfeld. Ah, Waffenwerkbank da. Wir müssen noch ein Level hoch. Dann kriegen wir die erst. Okay. Das ist schlecht. Wie sieht's denn aus hier? Ja, Bauer Waffenwerkbank. Da müssen wir erst ableveln für. Ja, besser wäre es, wenn ihr dahinter was machen würdet, ne? Weiß nicht, warum man da nicht abbaut. Getreide ist, Beeren sind fertig. Weizenfarm war da oben, ne? Schauen wir mal gerade rein da. Das eine Schaf läuft hier alleine rum. Kann man da auch noch eins reinwerfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wächst noch. Haben wir hier jetzt Getreide noch, was wir da reinmachen können? Okay, nur 3, aber das ist ja schon mal was. Ah, nicht Escape drücken. Gut, Toastbrot macht er. Beeren sind fertig. Die sollten wir nicht mehr machen. Macht ja keinen Sinn. Grundnahrungsmittel ist das zwar hier, aber ja, ist erstmal so. Mehl haben wir jetzt hier noch zweimal. Brot haben wir einmal. Lass uns gerade hier noch was in die Kiste schmeißen. Hier fehlen Betten oder was? Kann hier was rein? Die Steine. Und sonst nix. Und da haben wir bestimmt nichts drinnen, was wir. Hier haben das Geld haben wir nicht. Was war das? Eine Stoffkleidungsbauplan. Das ist jetzt nichts Wichtiges. Gut, ist geklärt. Ja, warte mal. 2, 4, 6, 8. Ich glaube, wir haben 10.
Dann müssten wir hier noch ein paar Betten bauen, kann das sein? Glaube, wir müssen hier noch zwei Betten bauen, damit das hier verschwindet. Ich hätte rechts klicken müssen, ne? Dann hätte das auch geklappt mit dem Bauen. So, vielleicht gehen dann die Betten da oben weg, weil wir haben nur 8 Betten und ach, wir brauchen sogar 11 Betten. Okay, dann müssen wir noch eins bauen. Hier unten, da kommt ein Wasserbett dann hin, ne? Zack, fertig. Hier sind noch zwei Steinchen. So, was können wir hier jetzt noch machen? Normaler Schild. Wir haben kein Schild. Können wir den? Ich weiß nicht, haben wir den gebaut? Ich glaube nicht, ne? Komm, wir produzieren den mal. Zack. Falsch. Und hier? Ah, da sind jetzt Melpaka-Sattel und Ushua-Sattel. Einen Ushua-Sattel brauchen wir nicht. Den Melpaka-Sattel wäre interessant zu wissen, ne? 3 Leder. Warte mal, jetzt weiß ich, was ich wollte. Wir müssen eine Reparaturwerkbank hier bauen, das ist wichtig. Die würde ich jetzt mal hier hinstellen wollen. Weil die haben wir hier noch gar nicht. Weil, warte, was brauchen wir? Holz brauchen wir. Okay, dann müssen wir erst einen Baum fällen. Irgendwo hier muss. Da ist er. Schild ist fertig, okay. Lass uns gerade noch ein bisschen mehr Holz hier holen. So, dann bauen wir eine Reparaturwerkbank. Wollte ich hier unten hinbauen, habe ich gesagt, oder? So, die wird gebaut. Was war fertig? Das Toastbrot ist fertig. Habe ich es jetzt genommen? Ja, können wir noch weiteres machen? Nur Brot. Ich will aber Toastbrot. Okay, haben sie alles abgebaut. F. Das Toastbrot kann da rein. Ach, ich weiß jetzt, erinnere ich mich gerade, dass das hier von links nach rechts gebraucht wird, ne? Irgendwo habe ich das gehört. Das heißt, die essen erst diese Beeren, dann essen sie die Eier und dann das Toastbrot. Ist ja jetzt nicht verkehrt, ne? Oh, gibt tatsächlich auch ein Geil. Lass es erst noch mal leer werden. Und dann schauen wir weiter. Betten sind alle da. Der Pal scheint bedrückt zu sein. Okay, dann ist er halt bedrückt. Hier haben wir Dingens. Können kein Mehl machen, können aber hier gerade wieder schauen, dass wir das mit den Beeren vielleicht hinkriegen, mit dem Toastbrot. Sehr gut. Gut, Essen wird hier schon mal produziert und Gedächtnis ist dafür auch besser, dann, wenn das das Gedächtnis ist. So, jetzt was wir jetzt noch machen könnten, wäre hier oben mal am Rande. Okay, da werden Steine abgebaut, das ist schon mal gut. Schauen. Wo ist hier so Wand und sowas? Hier. Holztor. Das würde ich jetzt mal hier bauen wollen, ne? Ist zwar nicht ganz auf dem Weg, ist aber nicht schlimm. Holzschutzwand. So, jetzt wird's spannend, ne? Ob das gut ist oder schlecht hier läuft. Snappt ne wahrscheinlich nie ein, ne? Jetzt ist es auch noch dunkel, siehst du nix, ne? Ist auch doof. Wäre schön, wenn er es jetzt hier an die Wand einsnappt, ne? Das macht's aber wohl nicht. Geht's denn oben vielleicht? Kann nicht gebaut werden, da ein anderes Objekt daneben steht, ja.
Der da ist agro, ne? Kein Mensch weiß warum. Ja, nützt nix. Ich gehe mal zurück ins andere Lager, penne eine Runde, damit ich wieder hell habe. Oder ich sollte hier mal ein Bett bauen, ne? Haben wir nicht hier schon ein Bett gebaut? Nee, ne? Kriegen wir das hier irgendwo hin? Eine Hütte wäre dafür praktisch, ne? Ich würde auch interessieren, ob ich hier zweietagig bauen könnte. Was passiert hier? Achso, er sät oder sowas, naja. Ich würde jetzt hier mal versuchen, ein Bett zu bauen erstmal. Kann nicht platziert werden, weil, ne? Muss auf einem überdachten Fundament gebaut werden. Alles klar. Wir brauchen definitiv eine Hütte. Jetzt nicht, würde ich sagen. Wir gehen erstmal kurz ins andere Lager und pennen da. Ah, das sieht schon irgendwie schwierig aus. Ist auch so oder so hier schon relativ dunkel, ne? Da könnte ich es jetzt bauen, aber ob das so geht, ja, ich glaube, durch können kann keiner. Habe ich jetzt mit rechts bauen müssen, ne? Ja, kann ja nur so sein, ne? Ich weiß aber nicht, ob man da durchkommt. Ach, man kann rüberklettern, auch cool, oder? Das ist ja cool, ne? Ja, ich hoffe, die anderen können das nicht, ne? Sonst haben wir nämlich ein Problem. Vielleicht hätte das Tor hier hingemusst oder so, keine Ahnung. Hier war auf jeden Fall, diese Felsen waren auf jeden Fall ebenerdig, ne? Kann man das? Ich probiere es mal, aber das bringt mir ja nichts, ne? Na, Steine haben wir ja mittlerweile genug. Okay. Eisen, das sollten wir dann. Ach, kann man das mitnehmen? Weiß ich gar nicht. Nee, kann man nicht mitnehmen, oder? Nee, das war bei Valheim, da kann man kein Metall mitnehmen, ne? Da ist noch Holz, das kann auch hier rein. So, jetzt lass uns gucken, ob wir noch. Also diese Seite sieht erstmal so aus, als ob es einigermaßen zu ist, ne? Weiß nicht, ob die andere Seite auch noch zu geht. Du musst da jetzt weg, ne? Du bist im Weg. Verhungert? Wieso verhungerst du? Es ist genug Essen da. Du musst nur mal rüberkommen. Warte, die kann ich aufnehmen, oder? Kann die doch aufheben, oder? Ich konnte doch so Pals aufheben. Warum kann ich die jetzt nicht aufheben? Kann ich nur meine eigenen aufheben wahrscheinlich, ne? Hier, den muss ich doch aufheben können, oder?
Ja, da war gerade das Menü. Geht das bei der nicht? Dann wird sie verhungern. Komm, wir bauen mal den Baum ab. Vielleicht liegt es ja daran, dass sie hier nicht vorbei kann oder so, aber. Ah, Frau. Komm schnell zum Trog. Vielleicht können wir dich retten. Oh, sie isst etwas. Dann hat's geklappt, wenigstens. So, was machen die Wände hier? Also, dieser hier ist ziemlich dicht. Da kommen die wahrscheinlich auch nicht durch. Sieht erstmal einigermaßen aus, wa? Bauen wir den mal ab, weil der ist mir zu nah an der Grenze. Und Holz brauchen wir sowieso zum Bauen. Es ist dann nur die Frage, wo wir das anschließen, weil wir müssen wahrscheinlich im Kreis bleiben, ne? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das wird auch nichts. Vielleicht ist dieser Baum jetzt noch im Weg. Wenn es hier noch irgendwie hingeht, dann mache ich das auch noch hier so hin. Weil ich glaube, ins Wasser gehen sie dann nicht, oder? Jetzt ist natürlich hier dieses Viech wahrscheinlich im Weg, ne? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Naja, durchkrabbeln kann man wohl nicht. Man muss darüber krabbeln. Macht erstmal einen guten Eindruck, die Wehrabwehr, ne? Oder? Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Jetzt brauchen wir als nächstes Turm, dass wir von oben mit Fallen dann auf den Gegner schießen könnten, ne? Aber ich mache das mal hier zu, weil ich glaube, falls die angreifen, während ich nicht da bin, was ich nicht glaube. Ja, sollte erstmal klappen. Gut, die sind wunderbar am Tragen hier. Wir können mal gerade gucken, dass wir Getreide noch haben und hier sowas zu essen zum Beispiel. Das können wir dann in den Trog da rein tun, weil das besser für die Viecher ist. Okay. Getreide, ja, habe ich jetzt rausgenommen. Ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm. Können wir schon wieder Neues machen? Ne, wir müssen erst noch das Mehl holen, glaube. Mahlen, nicht Mehl holen. 7 Mal, okay. Da wird dann was gemacht. Können wir hier schon was anstoßen? Nein, nur die Beeren, die will ich aber hier nicht machen. So, das heißt, wir sind hier erst wieder à jour. Passt alles. Wir können mal gerade gucken, dass wir das hier noch mitnehmen. Jetzt ist schon zu viel, aber wir können noch schnell genug laufen. Gut, ab ins andere Lager und dann dort auf dem. Sag schon. Auf die Esse schmeißen. Da sind tatsächlich auch schon 15 gebastelt, das ist schon mal gut. So, das passt. Kurz Reparaturwerkbank schauen, was wir heile machen müssen. Reparieren, reparieren. Da fehlen Nägel, okay. Da fehlt Leder, hätte ich aus einem anderen Lager mitnehmen können, ich hält. Fasern können wir reparieren. Gut, Kativa faulenzt. Hier hat keiner Pfeiler gebaut. Geht gar nicht, ne? Das können wir ablegen. Leg die mal gerade da rein. Ja, das Mehl hätte man natürlich dann irgendwie, weiß ich auch nicht, in der Mühle lassen können, oder? Holz haben wir hier noch, kann da rein. Und die Fasern können da auch noch rein. Hier nochmal. Da müssen wir mal gucken, wofür wir das brauchten. Irgendwofür braucht man das meines Erachtens. So. Ja, die Stoffkleidung habe ich mal irgendwann gemacht, aber eigentlich brauchten wir die nicht, weil wir Besseres schon haben. Kann also hier rein. Oh, was haben wir jetzt hier? So, da ist die Armbrust Bauplan 4, aber da steht doch bestimmt. Schalter das Rezept für Armbrust legendär frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von hochwertigen Werkbank gefertigt. Ach, hochwertige Werkbank, warte, die haben wir hier rechts stehen. Dann,
Schalte das Rezept für Armbrust legendär frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von Offerte. Wie schalte ich es frei? Das ist die Frage, ne? Hier an der Werkbank. Das ist doch die hochwertige Werkbank, ja. Wo ist hier die Armbrust? Da. Damit lassen sich mühelos Pfeile verschießen. Nach Holzstein, metallbarer Nagel. Oh, 67 metallbare. Nägel 33. Stein und Holz, alter Schwede. Ja, da können wir mal zwischen zwei Folgen sozusagen das machen, ne? Dass wir die Materialien sammeln, das wird so nix. Irgendwo braucht man noch Nägel zum Reparieren. Die machen wir mal gerade. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Na, ihr drei, alles fit? Ja, würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.